der mit dem Fahrrad durch die Landschaft Fahrsimulator. Generation Zero. Fahre mit dem Rad geradeaus. Oder Kurven. Fahr über geteerte Straßen und über leicht holprige Wiesen. Das ist Generation Zero. Der gemütlich mit dem Rad durch Schweden Fahrsimulator. Oh oh. Ich würde es kaufen. Könnte ein interessantes Spiel sein. Ist mal was anderes. Da hinten ist ein Hund. Aber der kann mich nicht gesehen haben. Da muss was näher sein. Naja, ich gehe mal in... Oh, da ist ein kleines Rudel, oder? Ja, ein kleines Apfelstrudel-Rudel. Und da hinten ist noch ein einsamer Wanderer. Wenn ich da jetzt einen Krampf anfange, kommen die mindestens zu viert. Und habe ich da gerade noch einen Humanoiden gesehen? Oder war das nur der Busch? Ich glaube, das war nur Busch. Junior. Zwei Humanoide, ein Hund. Drei Hunde, zwei Huma. Eieiei, das gefällt mir schon mal ganz gut. Vielleicht können wir von oben ein bisschen runtersnipen. Die kommen nie zu uns hoch. Sammelgegenstände. Hey, genau da fällt mir ein. Solange die noch so weit weg sind, könnten wir mal ganz ungefährlich versuchen, einen davon zu hacken. Und wenn es funktioniert, kämpfen die vielleicht schon ein bisschen gegeneinander. Und wir können von hier hinten die Show genießen. Oh Gott, da ist ja noch einer von denen. Verrückt. Die sind so nutzlos, ey. Ich meine, irgendwie macht's... Oh, wenn... Ich dachte schon, der kommt auf mich zu. Irgendwie ist es schon lustig, den zuzugucken, aber... Genau, und das ist das Problem beim Hacken, weil aus irgendeinem magischen Grund wissen die jetzt, wo ich bin und greifen mich alle an, jetzt wo der eine nicht mehr gehackt ist. Und das ist echt bekloppt. Warum ist denn das so, Spiel? Das ist meiner Meinung nach ein Bug. Kein Feature. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, wir kommen nicht mehr lebendig raus. Macht aber auch nichts. Hey, die ist sogar genauer wie die andere Pistole, würde ich sagen. Guckt euch das an, da hinten wuselt. Ich bin hier echt auf eine Armee gestoßen von Robotern. So, gut. Ah, verdammt, ich hätte noch Heilung, oder? Ah, aber die muss ich nicht benutzen. Das ist gut. Ich will die nämlich gar nicht benutzen. Und das Spawnpunkt ist hier hinten irgendwo. Radeln wir halt nochmal schnell hin. So viel zum Thema der überragende Alien-Roboter-Schlechter. Das stimmt. Seit ich meinen unglaublich riesigen, gigantischen Vorrat an Heilmittel, der mir eine ganze Zeit lang unendlich groß erschien, irgendwie plötzlich aufgebraucht habe, indem ich hunderte von Heilmitteln mir reingepfiffen habe, seitdem bin ich gar nicht mehr so übermächtig super roboter-schlechtig unterwegs. Das stimmt. Na, warte mal, wir brauchen ein Fahrrad. Ja, und vor allem muss man jetzt auch sagen, das Tutorial-Gebiet ist jetzt mit dieser Grenze hier quasi endgültig hinter uns. Ich glaube, die Schonfrist ist vorbei. Mit ein paar so Hündchen wird man schnell mal fertig, aber diese großen Humanoiden sind einfach gemein. Aber wie gesagt, das Hacken, und auf das habe ich halt meinen Charakter spezialisiert, im Glauben daran, dass es cool ist, funktioniert in dem Spiel einfach nicht. Also es funktioniert theoretisch schon irgendwie, aber es macht keinen Sinn,
weil ihr habt ja gesehen, wie relativ nutzlos das ist. Der gehackte Roboter hat so gut wie keinen Schaden angerichtet. An ihm wurde aber auch kein Schaden angerichtet von all den Millionen Gegnern, die um ihn rum standen. Er war nur viel zu kurz gehackt. Und dann wussten alle, wo ich bin, und sind alle im Umkreis von 5 Kilometer plötzlich auf mich losgegangen. Einfach so. Ohne Vorwarnung und ohne, dass es irgendwie Sinn macht. Und das ist halt dann irgendwie doof. Somit, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Charakter einfach nur auf ordentlich Kavums geskillt. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Ich kann nur alle paar Minuten einhacken und auch nur mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit. Da hat es jetzt zum Beispiel nicht geklappt und jetzt müssen wir 1 Minute warten, bis ich beim nächsten versuchen darf. Das macht Hacken halt noch nutzloser. Ah, ich habe ihn anscheinend doch erfolgreich gehackt. Na gut, immerhin. Aber jetzt bin ich quasi hier wieder in den Kampf eingetreten und alle wissen, wo ich bin. Und das macht's halt nutzlos, leider. Hey, das ist aber auch bekloppt, wie es da wuselt, oder? Na, komm schon. Mein Gott, der geht mir auf die Nerven. Mal gucken, ob wir die beschränkte KI und das beschränkte Movement hier wieder ein bisschen ausnutzen können. Ein bisschen exploiten hier. Ein bisschen cheesen. Ich meine, irgendwelche Schüsse treffen mich komischerweise von da. Die schießen hier, glaube ich, irgendwie durch oder so. Ja, ein bisschen gemein. Haha. Du hattest mal eine Fernkampfwaffe. Da guckt er. Ja, dann hoppt er da schnell wieder weg. Recht hat er. Au. Hey, warte mal, ich könnte hier wieder eine Heilstation errichten, oder? Nee, jetzt geht's. Funktioniert leider nicht. Okay, keine Ahnung. Warum treffen die mich denn hier? Das ist irgendwie gemein. Maschinen mit dem Sturmgewehr. Wo kommst du denn her? Da fallen sie schon vom Himmel. Okay, warte mal. Nee, falsche Waffe. Nee, auch nicht. So. Hallo, wo seid ihr denn? Stillhalten, Hündchen. Wo sind eigentlich die ganzen Humanoiden hin? Nicht, dass ich sie jetzt großartig vermissen würde, aber da kommt leider noch was auf uns zu, befürchte ich. Ah, oh, die Hitboxen in dem Spiel sind auch toll, ey. Der Rückspiegel hat eine Hitbox des Todes. Undurchdringbar. Ah! Nur kurz nachladen, Roboter. Kurz warten, bitte. Danke. Sehr nett von dir. Es war einer ohne Fernwaffe. Das macht schon Sinn, ne? Wenn man die trifft, die Fernwaffen wegschießen und dann in Deckung gehen, dass sie einem nicht anspringen können, macht die schon ziemlich nutzlos im Grunde.
so wie den hier. Aber wenn ich schon die so gut treffen kann, dass ich auf die Waffen zielen kann, kann ich auch gleich auf den Benzintank zielen, den das Militär hier echt sehr sinnvoll platziert hat. Ja, naja. So, wo seid ihr denn jetzt hier? Oder du? Komm her. Wie viele seid ihr eigentlich? Der hat eine Schrotflinte ausgerüstet. Puh, da hatte ich jetzt echt Glück. Die sind zum Glück ziemlich langsam, die Schrotflinten-Bots. Die können nur alle 100 Jahre mal schießen. Aus nächster Nähe wäre jetzt echt gerade gefährlich gewesen. Na, lief doch ganz gut, ne? Jetzt haben wir hier ein Feld von kaputten Robo-Gegnern. Aber ich spiele mit dem Controller, ja. Ein Container aus Wellblech ist auch kein Panzer, das stimmt. Aber ich glaube, das Spiel... ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Spiel hat nicht so eine Physiksimulation, wie man, also dass man gewisse Materialien durchdringen kann und andere nicht. Bin mir aber gar nicht sicher, weil tatsächlich die einzelnen Trefferzonen und Materialien der Roboter wiederum schon simuliert werden. Mir wäre es jetzt nur bei der Umgebung noch nicht aufgefallen, aber das muss nichts heißen. Könnte schon sein. Sollte vielleicht mal in den Bunkern versuchen, durch die verschlossenen Türen durch die Spinnen wegzuschießen oder so. Aber man kann jetzt zumindest keine Löcher in irgendwas reinschießen. Ich glaube eher, dass ich mich hingelegt habe und deswegen liegend meine Hitbox aus den Containern rausgeglitscht ist. Das war meine Theorie, aber wer weiß, vielleicht ist es ja sogar gewollt irgendwie, dass man tatsächlich getroffen werden kann durch dünne Deckung durch oder Abpraller vielleicht auch. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ein Sammelgegenstand, eine Mission. Bam, bam, bam. Oh, oh, ich höre schon wieder lustige Geräusche hier. Hm? Danke. Machen wir erstmal wieder zu. Gegen Türen sind sie machtlos. Park. Da ist schon wieder wer, und wie wir gelernt haben, können die mich durch Hecken durchsehen, im Gegensatz zu mir. Deswegen sollte ich schnell ins Haus gehen. Ich hör was hier drin. Ich hab irgendwas knacksen gehört, rascheln. Aber keine Kampfspuren oder Leichen, soweit. Oh, oh Gott, Lampe. Spinnst du? Du kannst mich doch nicht so erschrecken. Selten so einen leeren Raum gesehen. Also ich meine jetzt loot-technisch.
Aha, hier haben wir die Mission. Nehmen wir. Nachricht an Frances oder Francis oder Frances oder ähnlich. Nennen wir es einfach Frankas. Franzele Teskeleskalo, sagen wir einfach mal. Also, Franzele Teskeleskalo, Schatz. Ich musste so schnell wie möglich mit den Kindern verschwinden. Anscheinend ist die Notsirene losgegangen, aber natürlich haben wir hier draußen in der Pampa nichts gehört. So viel dazu, dass der Kalte Krieg fast vorbei ist. Siehst du, ich hab dir gesagt, dass all das, was ich im Fernsehen über die Perestroika sagen, nur ein Haufen Lügen ist. Wenn du diese Nachricht findest, solltest du wissen, dass ich in Schneebald Schweinepferch, aha, beim Gletra, was ist denn ein Gletra, auf der anderen Straßenseite ein Gewehr versteckt habe. Schnapp es dir und hol uns ein, Jonas. Und denk daran, es hat ordentlich was drauf, aber ist verdammt langsam. Okay, I like where this is going. Das gefällt mir. Der Schweinestall. Also ich schätze mal, dass es ein Schweinestall ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Irgendein Stall. Von irgendwem. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Schauen wir uns oben auch noch um. Es ist wirklich witzig, die Häuser sind wirklich alle nach dem Baukastenprinzip zusammengestöpselt und haben immer die gleiche Grundstruktur, immer der gleiche Flur mit dem gleichen Aufgang, aber dann sind teilweise andere Zimmer quasi rangestöpselt. Aber immer im Grunde, im Großen und Ganzen das gleiche Zimmer. Und ich finde es irgendwie lustig und bekloppt. Und es ist halt gerade, weil das in Schweden spielt und wir natürlich hier mit Schweden hauptsächlich Ikea und so Fertigmöbel und so verbinden, es ist einfach irgendwie lustig, dass hier alle Häuser aus dem gleichen Bausatz stammen anscheinend. Die Fertig-Ikea-Häuser hier in Schweden. Ich höre die ganze Zeit Maschinengeräusche und das beunruhigt mich. Mann, ey. Gemeinheit. Ich meine, so Zombie-Apokalypsen, weil im Chat gerade wegen Türen öffnen und so. So Zombie-Apokalypsen funktionieren eigentlich auch immer nur in Universen einigermaßen logisch, in denen sowas wie ein Konzept von einem Zombie nicht existiert, sondern die Menschen viel zu lange quasi meinen, dass es sich bei den Infizierten oder Mutierten oder Wiederauferstandenen oder wie auch immer, immer noch um ganz normale Menschen handelt. Weil so wie die Zombies dargestellt werden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die, na, ich meine, so in der Anfangszeit kann ich mir schon gut vorstellen, dass da die ein oder andere Familie irgendwie Zombies zum Opfer fällt, weil man will halt seine nächsten Verwandten, auch wenn sie dann schon mutieren, halt doch irgendwie nicht, ne? Kann man verstehen. Aber so auf globaler Ebene, sobald Militär mal kommt oder auch nur die Polizei, sollte es mit der Zombie-Apokalypse dann eigentlich vorbei sein. Ich meine, in Resident Evil, in den Cutscenes von den alten Resident Evil, wird es wenigstens so dargestellt, als ob die Zombies einfach extreme Bullet-Sponges wären, die halt einfach, die ne, kann man halt ein ganzes Magazin, Maschinengewehr reinschießen und die gehen trotzdem weiter auf dich zu. Und dann sind es auch noch Tausende. Dann okay von mir aus. Das lasse ich mir noch einigermaßen eingehen. Und dann ist mir umzingelt, ein Zombie verschlingt schon deine ganze Munition. Und dann geht das. Ich habe auf automatisch umgestellt. Jetzt wird's ernst. Und ich bin tot. Okay, ich habe einen Plan. Roboter, wo bist du denn? Ich wollte dich hier mit dem Tank in die Luft sprengen.
Funktioniert das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Man sollte meinen, dass rote Tanks explodieren, ne? Es ist immerhin ein Videospiel, aber... Bin mir nicht sicher hier. Ich glaube fast nicht. Au, wo kommst du denn her? Ach, komm schon. Ich glaube, der hat gerade seinen Freund kaputt geschossen, aber mich halt leider auf. Auch. Ich gebe auf.